Okay, ich habe mal gerade ganz kurz alle Items aufgefrischt. Wir haben jetzt auch ein Iron Plated Shield. Wir haben jetzt auch wieder Iron Rüstung und alles drum und dran. Wir haben ein Water Bucket. Wir haben alle Materialien, die wir brauchen jetzt, weil jetzt. Okay. Das war jetzt nicht so sonderlich professionell. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein kleines Adventure machen. Und zwar wollen wir jetzt ein bisschen herumfliegen. Und mal ganz kurz schauen, ob das Mount wieder ready ist. Jo, wir sind wieder ready to go. Wir können losfliegen. Ups. Let's go. Komm, 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 komm. Let's go, let's go. Jo. So, und zwar haben wir gerade frisch geschlafen. Das heißt, wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit, wo wir ein bisschen exploren können. Ich überlege gerade, was wir genau machen, aber ich würde gerne einen Battle Tower finden, weil das ist der schnellste Weg, wie du an krasse Items rankommen kannst. Ich will aber trotzdem so ein bisschen exploren, was hier so alles in der Gegend ist. Mit diesem Flying Mount kann man auch nicht richtig so losspeeden. Es gibt später noch ein krasseres Mount, das du kriegen kannst, mit dem du auch so sprinten kannst. Aber das ist trotzdem schon mal mega schnell. Sieht man zwar jetzt nicht so, wenn man jetzt hier fliegt, aber wenn man jetzt so ein bisschen weiter auf den Boden geht, dann sieht man, dass es doch recht schnell ist, den man fliegt. Und unser Ziel ist hier einfach so ein bisschen Items zu finden und so. Das ist schon so ein Mini-Battle Tower, das ist schon richtig geil. Ich kann mal ganz kurz reingehen. Hier sind nämlich so Spawners am Start, ja. Und ganz oben gibt es auch eine Chest, wenn ich mich nicht täusche. Genau, da gibt es noch eine Chest. Spawner können wir noch kaputt machen. Also wirklich easy Sache. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Belohnung. Oh, cool. Jetzt haben wir hier auch Iron Pet Armor. Das können wir natürlich sofort benutzen für unsere drei Pets. Saddle brauchen wir nicht. Können wir jederzeit neu machen. Vielleicht einen Golden Apple nehmen wir noch. Genau, das können wir eigentlich sein lassen. Wie gesagt, Exploration in diesem Game ist wirklich King. Wir können jetzt gleich hier so ein Armor hier direkt natürlich auf das Teil machen. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wo wollen wir noch hin? Hier vielleicht ein bisschen lang. Hier sehen wir, jetzt sind wir schon in kühleren Gefilden. Das heißt hier, es ist dann nicht mehr ganz so heiß, das ist schon mal gut. Da finden wir einen Battle Tower. Richtig geil. Was wir jetzt probieren werden. Oh, wir haben keinen Bau. Ich habe einen Bau vergessen. Nein. Okay, wir versuchen die andere Methode. Und zwar, was wir machen können, ist zuerst mal auf diesen Battle Towers ist ein Battle Guardian am Start, okay? Und der ist normalerweise mega hart. Und normalerweise ist die Idee, du kommst hier so von unten, ja, und dann gehst du immer weiter hoch und dann arbeitest du dich den Battle Tower hoch. Ich werde das Ganze jetzt so ein bisschen cheesen. Und zwar, was wir machen, ist das Folgende. Wir werden erstmal Aegis summonen, okay? Und die werden wir alle so summonen, dass die hier bei dem starten, okay? Und bei Aegisen ist das so. Komischerweise gibt es irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Glitch ist oder so ein Bug, wenn man jetzt eine Waffe nimmt oder während man die Aegis gesammelt hat und dann einfach diese Waffe in der Hand hält, dann machen die Aegis irgendwie mehr Damage, okay? Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden einfach hier diese ganzen Aegis ganz kurz hier spawnen. Und dann wollen wir einfach die Waffe in der Hand halten. Und dann sollten die eigentlich den kaputt machen. Ups. Jetzt sind nur noch drei übrig. Ich hoffe, das reicht. Oh, jetzt sind nur noch zwei übrig. Okay. Hoffentlich schafft er das. Okay, der ist jetzt noch voll low. Ich glaube, das ist zu riskant. Ich probiere es trotzdem. Dim, dim, dim. YOLO. So. Jetzt hier alles aufsammeln. Da, 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 da. Und jetzt schnell wieder aufs Dings rauf. Nein, nein, komm, komm, komm. Weil das Ding ist, der Tower fällt nämlich zusammen. Ich schmeiß mal ganz kurz Zeug unter, das wir nicht brauchen. Wir können immer noch Zeug bekommen, das ist eigentlich kein Problem. Das war jetzt ein bisschen überdramatisch. Aber unser Ziel. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Ich habe aus Versehen C gedrückt. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Okay, das war jetzt nicht sonderlich pro-mäßig. Aber das Geile ist, die Towers, die fallen dann jetzt so zusammen. Und die Items bleiben aber, ja. Und die ganzen Chests, die hier auf allen Stöckern waren, die gehen kaputt. Und dann plötzlich ist es dann eben so, dass dann die ganzen Items übrig bleiben. Die Spawner gehen weg. Und was wir jetzt machen können, können einfach absteigen, können das ganze Zeug einsammeln. Ich sammle einfach immer alles ein und dann schmeiße ich das Zeug weg, was ich nicht unbedingt brauche. Das wollen wir behalten, aus einem ganz konkreten Grunde. Das wollen wir alles behalten, das ist gut. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht.
Was wollen wir haben? Was wollen wir haben? Das brauchen wir erstmal nicht. Halten das mal so. Ich schmeiß das mal trotzdem weg. Das wollen wir behalten. Ich schmeiß den auch mal weg. So. Sammle ich mal fleißig mehr ein. Schmeißen wir das Zeug weg, was wir nicht brauchen. Emeralds sind richtig geil, die wollen wir natürlich haben. Diamond Boots können wir leider noch nicht tragen. Brewing Stand. Ist eigentlich auch geil, aber ich schmeiße es erstmal alles weg hier. Bum bum. Bum 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 bum. Wir wollen diese Armors behalten, weil die kann man smelten. Gehen wir ganz kurz in die Etage tiefer. Schauen, was hier so gibt. Bum, 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 bum. Bim, bim, bim. Bim, bim. So, jetzt haben wir hier schon Hard-Container, geil. Das wollen wir sofort nutzen. Da kriegen wir nämlich einen Max Life mehr. Mindless Ring, den wollen wir direkt anziehen. Der erhöht das Mining Speed, wenn ich mich nicht täusche. Das ist also ziemlich geil. Was wollen wir noch? Eigentlich will ich Glas haben, aber hebt man das ganz andere Zeug erstmal auf. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht alles. Das brauchen wir auch nicht. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Mal schauen, was hier noch so gibt. Ist hier noch irgendwas Cooles, was wir brauchen? Ich will eigentlich noch ein bisschen Kohle haben. Schauen, was haben wir sonst noch so? Ist alles nicht nice. Ist hier noch irgendwas Cooles? Aber eigentlich können wir den Cobblestone wieder nehmen. Ist hier noch was? Ist ein bisschen fahrlässig hier. Eigentlich mega viel Leben verloren. XP Potions. Nice. Alright, das war's eigentlich schon. Haben wir doch irgendwie so ein Heilungs-Item? Nee. Oh, ho, ho, ho. Da müssen wir mega aufpassen. Die Dinger sind ultra gefährlich. Ich hab jetzt richtig Schiss, fuck. Ich versuche mal ganz kurz, den zu teleporten hierher. Kriegen wir das hin? Nein, flieg nicht weg. Dammit, dude. Komm zurück, komm zurück. Komm doch zurück, bitte. Why? Oh, du. Okay. So. Perfekt. So, wir haben es geschafft. Puh, ist aber so ein bisschen Nervenkitzel, weil das ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Ich will jetzt einfach direkt mal zu Village. Einfach das Zeug abladen. Auch, Sonne geht runter. Ist auch ein bisschen gefährlich. Wir wollen das nicht unbedingt in der Nacht machen. Nicht vom richtigen Kurs? Nee. Von da oben hin. Aber das war schon mal ein voller Erfolg. Wir haben einiges an Items bekommen. Die haben leider kein Item bekommen, das eben für Wärme, Kälte geht. Wir wollen so ein Shirt bekommen oder so eine Hose, die man eben so kombinieren kann mit der eigenen Rüstung, so dass sich die Wärme automatisch reguliert. Das konnten wir aber jetzt nicht finden. Der ist auch nicht so, also der ist auch ein bisschen seltener, ja. Ist nicht so häufig. Aber so kannst du exploren entsprechend und das Geile ist dann, wenn wir natürlich auch später mehrere Villages haben, da können wir von Village zu Village auch so ein bisschen hin teleportieren und so weiter. Und was wir auch unbedingt noch machen wollen, ist auch Dungeons finden und dann gibt es auch noch Endbosse und alles drum und dran. Also man kann wirklich noch extrem viel machen in diesem Game. Wir sind gerade mal echt ein Bruchteil, den wir gemacht haben von dem Game. Und jo, ich würde sagen, aber das war's erstmal für die Episode. Ich werde jetzt mal hier pennen gehen, wenn ich mein Haus finde. Und ich hoffe, das hat Spaß gemacht und ich wünsche dir einen schönen Abend oder Tag oder wie auch immer. Bis bald.